Bitte setzt euch. Wieso nehmt ihr nicht einfach eine Tasse beruhigenden Jasmintees zu euch? Habt ihr auch Ginseng-Tee? Den mag ich am liebsten. Noch einen Tee, bitte. Tee mit einer faszinierenden Fremden zu trinken, gehört im Leben zu den wahren Freuden. Hey! Wieso musstet ihr euren Tee mit Feuerbändigen erhitzen? Auf die Feuernation! Seht ihr, Prinz Zuko, so ein Moment der Stille fördert das geistige Wohlbefinden außerordentlich. Ich weiß, dass man einem verschütteten Tee eigentlich nicht nachweinen sollte, aber ich finde es trotzdem traurig. Das ist kein Tee, das ist nichts weiter als heißer Blättersaft. Dieser verrückte Junge hat den besten Teemeister der Stadt bedroht. Oh, danke, jetzt fühle ich mich aber sehr geschmeichelt. Doch ein klein wenig Hilfe von anderen Leuten kann ein großer Segen sein. Guter Tee ist Entlohnung genug. Von Tee die Nase voll? Das ist dasselbe, als wärt ihr es leid zu atmen. Was halten Sie davon, einen eigenen Teeladen zu eröffnen? Meinen eigenen Teeladen? Ich habe mir ein paar nette Namen für meinen neuen Teeladen überlegt, Zuko. Wie wäre es mit zum Jasmindrachen? Niemand kann Tee kochen wie mein Onkel, aber ein bisschen was konnte ich mir abgucken. Ja, der Teekäfer! Nein, das klingt etwas zu albern.